Herzlich willkommen auf meinem Kanal zur kritischen Begleitung des Glaubensbuchs der Zeugen Jehovas mit dem Titel Glücklich für immer. Ich bin Martin und Gott möge dir seinen Segen beim Zusehen und darüber nachdenken schenken. Die Lektion heißt, mach weiter Fortschritte. Nun hofft man, dass du, lieber Kursschüler, dich hast taufen lassen, dass du in die Gruppe eingegliedert bist und dich weiter assimilieren lassen wirst. Ich hoffe, dass wenn du getauft bist, wirklich alles von der Religionsgemeinschaft erfahren hast und du diese nicht als Katze im Sack gekauft hast. Im ersten Abschnitt wirst du weiter auf Spur gehalten. Du sollst an deiner Freundschaft mit Jehova arbeiten. Hier siehst du es. Als ich diesen Satz gelesen habe, dachte ich, wie wertvoll ist doch der Glaube an Jesus Christus. Dadurch wurde ich zum Kind Gottes und ich muss nicht arbeiten, um die Kindschaft zu erhalten. Gott hat mich zu seinem Kind gemacht und darin darf ich ruhen. Natürlich will ich aus Dankbarkeit meinem himmlischen Vater und meinem Herrn und Erretter Jesus Christus gegenüber hier auf der Erde leben. Aber ich muss doch nicht seine Freundschaft durch Gutes tun verdienen. Ich muss doch nicht an der Freundschaft zu Jehova arbeiten. Der Zeuge Jehovas jedoch muss ständig, und zwar solange er lebt, dies tun. Ja, um weiter an der Freundschaft zu arbeiten, hier oben, musst du jetzt regelmäßig zum Predigtdienst gehen und überlegen, wie du noch mehr für Jehova tun kannst. Abschnitt 2. Du sollst weiter die Bibel studieren, natürlich nur anhand der Schriften der Wachturmgesellschaft und auch die Zusammenkünfte besuchen, die dich immer weiter am Laufen halten werden. Ja, sei bereit, weiter an dir zu arbeiten, um Jehova zu gefallen. Merkst du, lieber Kursschüler, das ist dein Hamsterrad. Ständig bemüht sein, an der Freundschaft zu Jehova zu arbeiten. Ich kann dir noch etwas sagen, es wird nie genug sein. Du kannst immer noch eine Schippe drauflegen. Im Abschnitt 3, keine Angst, Jehova wird dir dazu Kraft geben. Das heißt, an Gott wird es nicht liegen, wenn es dir zu schwer wird. Auch hier im Abschnitt 4 wird weiter auf die unbiblische Freundschaft hingewiesen. Es geht darum, dass du vertiefst, verbesserst, stärkst, mehr herausholst, weitere Fortschritte machst und Ziele steckst. Schau dir dann den Kasten an, der dir schon Ziele vorgibt. Laufen, laufen, laufen. Nun ruhe dich hier bei diesem Bild etwas aus und denke über deine Zukunft nach. Auch du könntest mal in einer dieser Heißluftballone sitzen und die friedliche Welt ansehen. Das ist deine Ewigkeit. Wo ist denn dein Freund, für dessen Freundschaft du ja die ganze Zeit gearbeitet hast? Ach ja, das sind ja Bibelverse, die deine Gedanken zum richtigen Ziel hinlenken sollen. Schlagen wir sie einmal auf. Hier diese Psalmverse. Hier Psalm 22, schauen wir, was Vers 26 heißt. Also, die Sanften werden essen und satt werden, die Jehova suchen, werden ihn preisen, mögt ihr für immer leben. Oh ja, hier wird Jehova gepriesen. Warum? Weil sie essen und satt geworden sind. Hoffentlich ist der Wunsch, mögt ihr für immer leben, auch Wirklichkeit. Man preist Jehova lediglich für seine Gaben. Was sagen denn die beiden anderen Bibelverse? Hier Psalm 37, Vers 11. Doch Menschen mit einem sanften Wesen werden die Erde besitzen und sie werden größte Freude verspüren an Frieden im Überfluss. Auch hier wunderbare Gaben. Die Erde wird ihr Zuhause sein und sie erleben Freude und Frieden in Überfluss.
wir dann wenigstens im letzten Vers über die schöne Beziehung mit dem Freund Jehova gesprochen? Schauen wir nach, Vers 29. Die Gerechten werden die Erde besitzen und für immer auf ihr leben. Fehlanzeige. Auch hier wird nur von den Gaben geredet. Wo ist denn der Freund? Oh, wie freue ich mich, dass die Bibel den Christen eine ganz andere Hoffnung gibt. Sie zeigt die Sehnsucht des Herrn Jesus, dass seine Jünger bei ihm sind. Und außerdem zeigt sie, dass Gott selbst bei seinem Volk wohnen will. Auch hier wieder die Neue Weltübersetzung, Johannes 14. Jesus sagt hier: Lasst euer Herz nicht beunruhigt werden, glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, andersfalls hätte ich es euch gesagt. Ich mache mich nämlich auf den Weg, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich mich auf den Weg mache und einen Platz für euch vorbereite, dann komme ich auch wieder und hole euch zu mir nach Hause, damit ihr dort seid, wo ich bin. Und dann noch Offenbarung Kapitel 21, Vers 1 bis 3. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr da. Und ich sah auch die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereit gemacht wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Dann hörte ich eine laute Stimme vom Thron her sagen, das Zelt Gottes ist bei den Menschen. Und jetzt kommt es. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Und so weiter. Aber hier geht es darum, dass Gott bei den Menschen ist, dass er die Tränen trocknet. Ja, lieber Kursschüler, hier beim Fazit: vertiefe, setze dir Ziele und erst dann wirst du für immer glücklich sein. Oh, so heißt ja auch das Buch, Glücklich für immer. Hier hast du schon mal ein schönes Ziel vorgegeben bekommen. Lies innerhalb von einem Jahr die Bücher Komm Jehova doch näher und komm, folge mir nach. Das wird dir helfen, weiter Fortschritte zu machen und deine Freundschaft zu Jehova und, man höre und staune, zu Jesus zu vertiefen. Ich finde es irgendwie nett, dass man Jesus doch noch einmal erwähnt. Die Freundschaft zu Jesus soll man also dadurch auch vertiefen können. Die ganze Zeit ging es doch ausschließlich um Jehova. In dem Video durch Studium und Nachsinnen die Freude zurückgewinnen, wird gezeigt, wie man als ausgebrannte Pionierin wieder zur Freude kommt. Wahrscheinlich ist das auch wichtig zu thematisieren, nachdem man ständig deutlich macht, streng dich an, vertiefe die Freundschaft, gib dein Bestes und so weiter. Auch die Wachturmartikel darunter machen deutlich, dass du durch geistige Zielsetzung deinen Schöpfer verherrlichst und dass du zur Reife drängen sollst, weil der große Tag Jehovas nahe ist. Das war die letzte Lektion in dem Glaubensbuch der Zeugen Jehovas. Ich selbst habe dadurch viel gelernt, und zwar, wie weit weg diese Organisation von der Heiligen Schrift ist. Sie haben weder Gott noch sein Wort erkannt, denn sie wissen noch nicht einmal, dass Gott keine Freunde, sondern Kinder möchte. Auf welchem Weg bist du, lieber Kursschüler? Gehst du den Weg der Gotteskindschaft oder der Gottesfreundschaft? Bedenke, nur der Sohn bleibt im Vaterhaus. Sei Gott und seiner Gnade anbefohlen. Tschüss.